Designmesse Blickfang in Zürich. Auch Karin Sieber hat hier einen Stand. Sie hat ein multifunktionales Schlüsselbrett erfunden. Messen sind für mich super, weil ich mich in kürzester Zeit dort direkt mit dem Kunden zusammen connecten kann. Also, sonst im Normalverlauf bei mir ja alles online ab. Und dort habe ich weniger die persönliche Begegnung mit dem Kunden. Und das ist irgendwie Anerkennung pur. Und so viele Kunden, die dann vorbeikommen und erzählen, dass sie es eben schon haben und dass sie so begeistert sind, das pusht einem total. Das ist lässig. Es gibt auch immer wieder das Gefühl, dass man wirklich auf dem richtigen Weg ist. Ein paar Tage später in der Werkstatt im St. Galler Rheintal. Hier produziert sie pro Monat bis zu 500 Schlüsselbretter. Wir haben unser Haus gebaut vor 19 Jahren. Wir haben auf dem Markt etwas schön Schlichtes, Einfaches gesucht für die Schlüsselaufbewahrung. Nebst den Schellen, die es bisher gegeben hat, oder die Schlüsselkästchen. Das sind alles so Sachen, die ich das Gefühl hatte, in meinem modernen Haus, das passt überhaupt nicht an. Ich habe hier in der Garage gestartet, ist dann aber etwa nach einem Jahr ein bisschen eng geworden. Ich habe eigentlich mein Problem gelöst und ich denke, das Problem haben ganz viele andere Leute natürlich auch. Wo tust du die Schlüssel hin? Wo ist jetzt wieder mein Schlüssel? Das ist so schnell neben ganz anders gelandet. Und das ist das, was ich merke, was wirklich auch bei den meisten gut ankommt. Du kannst deine Sonnenbrille anhängen, du hast deinen Schuhlöffel dran, du kannst deinen Regenschirm dran hängen, du hast deine Beduftung quasi für den Eingangsbereich direkt dran. Und da kannst du dich selber austoben. Innovative Produkte werden gerne kopiert. Doch dagegen kann man sich wehren, wenn man frühzeitig aktiv wird. Die Idee zum Designschutz war eigentlich von Anfang an bei mir da. Und da war mir auch ganz klar, dass wir dort einen Schlau gemacht haben, beim Institut für geistiges Eigentum in Bern. Ohne Schutzrecht kann man seine geistige Schöpfung eben nicht verteidigen, das ist sie quasi freigegeben. Und wenn man den Leuten dem zuerst mal erklären, es ist einfach, wenn ihr etwas gemacht habt, wo man den Designschutz geht, das anzumelden, wir können kaufen weitestgehend. Und von dem nach könnt ihr diese Sachen auch verteidigen. Der Schutz bezieht sich auf das, was man hier sieht. Bei diesem Schlüsselbrett heisst das, das ist eine Gestaltung, die Formgebung, die man hier drin sieht, mit der Öffnung vordere als komplettes Produkt. Der nächste Schritt nach dem Aluminium oder nach der Aluschiene ist der Filz. Der wird bei uns in der eigenen Werkstatt zugeschnitten, wird nachher zum Werner Luzi Zettlerei gebracht. Ich sollte es dann mal einfach hier etwa noch einen Zentimeter oder einen halben Zentimeter tiefer noch einmal geneigt haben. Sie sind immer zu dick. Ich denke, der Bauch oder das Herz sagt einem schon, ist der Wert oder ist der Weg der Wert. Stolperstein in dem Sinn habe ich nie so wahrgenommen. Ganz Sicherheitserfahrungen gegeben, die ich machen musste, die vielleicht andere würden als Stolperstein bezeichnen. Was ganz gut ist, ist ja die Sache Glauben, weil man wird die ersten Jahre alles investieren und alles dafür geben, dass das überhaupt ins Laufen kommt. Und man kann auch nicht einfach nur eine coole Idee haben und das Gefühl haben, das läuft von allein. Also, die Zeiten sind definitiv gelaufen. Ja, und jetzt mal schauen nach dem Schweizer Markt, kommt der deutsche Markt, kommt vielleicht der skandinavische Markt. Jetzt mal schauen. Ich lasse mir Zeit und lerne sehr gerne bei dieser ganzen Sache Neues dazu und mal schauen, wohin das die Reise noch geht.